nun schon ein paar abschließende Gedanken zur Game Developers Conference 2010 in San Francisco. Aspekte, die mich besonders interessiert haben und mit denen ich mich hier intensiv auseinandergesetzt habe, waren zum einen Panels, bei denen es sehr intensiv und sehr close, sehr eng um einzelne Produktionen ging. So gab es beispielsweise der große Preisträger Uncharted 2, gab es verschiedene Panels, in denen wirklich detailliert Themen von der Character Pipeline bis hin zu HDR Lightning diskutiert worden, zum Teil sehr technisch, aber auch immer wieder von den Künstlern, von den Designern auch unterstützt, sodass eine gute Symbiose aus Technologie und Gestaltung stattfand. Generell kann man sagen, dass dem Art Department, also diesen ganzen Menschen, die aus einer kreativen Sicht, aus einer Designersicht, aus einer künstlerischen Sicht an den Spielen arbeiten, großer Raum beigemessen wurde. Das ist also insofern ein ganz entscheidender Aspekt. Die Independence, das habe ich ja schon in einem der früheren Blogbeiträge so formuliert, die sind natürlich unheimlich spannend und inspiriert, die kommen mit neuen visuellen und inhaltlichen Konzepten, aber so rückblickend ist mir doch aufgefallen, dass das ein Bereich ist, der sehr jugendkulturorientiert ist, und als jemand, der sich nicht mehr ganz zur Jugend zählt, sondern kurz danach angesiedelt ist, würde man sagen, ist das ein Bereich, der zwar Potenziale hat, aber so ein bisschen erwachsen werden müsste. Wenn man da keine Sneakers und Baseball-Cap anhat, hat man so das Gefühl, dass man ein bisschen deplatziert ist. Aber grundsätzlich ein sehr spannender Bereich. Was auch noch eine sehr gute Erfahrung war und was auch sehr gut funktioniert hat, war die von uns vorangetriebene Vernetzung mit nordamerikanischen und kanadischen Hochschulen. Da haben wir gute Gespräche geführt, da werden wir sicherlich für das Cologne Game Lab und für NRW auch einiges an den Start bringen. Nächste Gespräche sind zur GDC Europe im Sommer in Köln geplant. Auch haben wir weitere Kontakte schmieden können zu Playern der Branche, sowohl zu Unternehmen wie auch zu Individuen, die im Spielebereich aktiv sind, mit Spezialthemen zum Teil, aber auch Leute, die die Game-Szene eher aus der Vogelperspektive, aus der satellitischen Perspektive betrachten. Last but not least, würde ich sagen, war die Reise und ist die Reise hier nach San Francisco auch unter dem Gesichtspunkt sehr erfolgreich gewesen, weil wir mit unseren nordrhein-westfälischen Kollegen Jörg Moller-Litzko aus Paderborn und Mike Masuch aus Duisburg-Essen, dass wir einfach nochmal näher aneinander gerückt sind und für die Zukunft auch eine enge Verzahnung unserer komplementär aufgestellten Studiengänge planen. Also das, denke ich, ist auch nochmal ein sehr, sehr wichtiges Ergebnis. Und San Francisco war ein guter Rahmen, um da entsprechende Kooperationen zu beschließen. Da werden wir wieder hier sein. Wir aus San Francisco schicken. Es waren wunderbare Tage und zurückblickend waren vor allen Dingen drei Sachen für mich wichtig. Das erste, das hat eben schon Björn angesprochen, ist die Kooperation mit den Amerikanern und mit unseren deutschen Kollegen, die hier ganz gewaltig vorangekommen ist. Ich glaube, dass es vor allen Dingen im Hinblick auf die Kooperation mit amerikanischen Universitäten große Fortschritte gegeben hat und dass wir beide Seiten, die Amerikaner wie wir Deutsche, davon profitieren werden, indem wir aus unserer Komfortzone herauskommen und uns anderen kulturellen Einflüssen aussetzen, denn das kann man ja doch deutlich sehen, deutsche Spiele bislang unterscheiden sich sehr nachhaltig von amerikanischen, und die Kooperation zwischen unseren beiden Ländern wird, glaube ich, dazu beitragen, dass sich beide Seiten ihr Spektrum erweitern können. Das Zweite, was für mich wesentlich war, war der Einblick in die Branche. Dazu habe ich ja gestern bereits in dem Blogbeitrag ein wenig geschrieben. Man sieht doch, wie in hohem Maße die Branche in sich selbst ruht und Außeneinflüsse nur begrenzt wahrnimmt. Und ich glaube, da können durch den Kontakt zwischen Wissenschaft und Industrie einige Türen aufgestoßen werden und einiges Wissen vermittelt werden, das schon in den anderen Künsten und in den anderen Wissenschaften vorhanden ist. Und last but not least, ganz entscheidend für mich, waren Veranstaltungen, in denen die Game-Theorie vorangetrieben wurde. Die letzte davon war heute Morgen, Game Theory 5.0, eine Veranstaltung, bei der bahnbrechende Papiere, Forschungsergebnisse des letzten Jahres vorgestellt wurden und man dann in Echtzeit von seinem iPhone, von seinem Laptop auf eine Website gehen konnte und seine Stimme abgeben und man sehen konnte, welches dieser Papiere am einflussreichsten oder für am besten gehalten wurde vom Publikum.
Mainz kam nur auf den 4. oder 5. Platz, nicht mein eigenes, sondern das, was ich am besten fand. Ich war sehr beeindruckt von einer Untersuchung zu Warps. Es ist ja doch eine der großen Fragen, die sich noch in den Narrationen von Game stellen. Was ist das Äquivalent sozusagen zur Montage? Der Film wurde ja zur Filmkunst dadurch, dass man die Montage erfand, teilweise fand, es war ein Zufall, eine klemmende Kamera. Und eine ähnliche Form der Manipulation von Zeit und Raum für Spiele ist noch nicht wirklich gefunden worden, aber die Varianten des Warp, die die Autorin dieser Studie vorstellte, also die Manipulation von Zeit, Raum, aber auch von Narration, da sind, glaube ich, sehr große Möglichkeiten und Ansätze gegeben, die Narration in Game nachhaltig, game-spezifisch zu machen und von der Narration in Filmen zu unterscheiden. Das war sehr spannend. Also auch wenn das nicht die Hauptsache der GDC war, nicht der Kernpunkt Game-Theorie, auch dafür konnte man wesentliche Einsichten mitnehmen. Und ich bin ganz sicher, im nächsten Jahr werden wir wieder hier sein.